Liebe Gäste, liebe Vortragende, liebe junge Architekten, wir sind offen, ist auch heute Abend wieder unsere Devise. Wir sind offen für junge Architektur, für junge Architekten. Max 40 ist der Titel des Wettbewerbs für junge Architektinnen und Architekten, der ausgehend vom BDA Hessen inzwischen auf viele BDA-Landesverbände übergegriffen hat und die das kräftig unterstützen. Deutschlandweit reichen junge Architekten unter 40 Jahren ihre Entwürfe ein und dieses Jahr sind wieder 22 Entwürfe ausgezeichnet worden von 20 Büros. Das heißt, zwei haben auch tatsächlich zwei Preise mit ihren Projekten gewonnen. Und wir stellen parallel zu der Ausstellung, die in der Architekturgalerie München noch bis zum 15. Mai zu sehen ist, diese jungen Architekten und Architektinnen vor mit ihren Projekten und gehen leider jetzt schon in die letzte und sechste Runde davon. Ich könnte das eigentlich dienstags und donnerstags immer fortsetzen. Es ist wunderbar, mit euch hier immer so in den Abend zu gleiten. Jetzt macht ihr die letzte Runde. Wir haben heute Abend dabei Lina Maria Mentrup, Fabian Onneken und Jan Keinert von KOOK Architektur, Michael Icking und Florian Kaiser. Wir haben dabei Lydia Haag natürlich, die als Vorsitzende des BDA Bayern hier uns begleitet, schon auch mit mehreren Folgen. Und wir haben meinen Co-Moderator Stefan Rauch, der als Nachwuchsreferent für den BDA Bayern sich um die junge Architektur kümmert. Und wir haben Anne Steinberger, die Geschäftsführerin von BDA Bayern, die uns technisch hier versorgt. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder so zahlreich zugeschaltet haben. Wir sind in der Webinar-Funktion, das heißt, Sie können sich nicht laut zu Wort melden, aber können hier in den Chat hineinschreiben. Zunächst möchte ich aber das Wort an Frau Professor Lydia Haag weitergeben, dass du nochmal, liebe Lydia, ein paar Worte zu unserem Vorhaben hier sagst und auch dazu, wie eben der BDA Bayern sich für die junge Architektur in Deutschland engagiert und die Protagonistinnen und Protagonisten dazu. Ja, danke Nick für die nette Einführung und auch schon die Vorstellung. Ich freue mich total, dass wir heute nochmal eine Runde von den tollen Projekten zu sehen bekommen. Diese Nachwuchsförderung, das wissen die, die heute vorstellen, am besten ist essentiell notwendig, weil das so schwierig geworden ist. Und das Besondere ist ja, dass die ersten gebauten Projekte ausgezeichnet wird, die wir gleich sehen. Also der Schritt ist ja immer am schwierigsten, dann wirklich ins Bauen zu kommen und in die Aufträge. Und wir bemühen uns hier in Bayern ganz besonders, damit es auch gewürdigt wird und auch, dass so Auszeichnungen wie diese was wert sind. Die sollen nämlich, und das ist unser politischer Kampf, auch dann, wenn es um Aufträge gibt und Wettbewerbseinladungen, auch als Referenzen zählen. Und das tun sie auch. Das heißt, da ist so ein erster Schritt gemacht, in irgendwas auf der Habenseite vorzuzeigen. Ich will jetzt gar nicht selber so viel reden, weil wir wollen die Zeit einfach jetzt den Projekten widmen. Und ich freue mich auf einen total spannenden Abend und eine schöne Runde. Und damit gebe ich einfach gleich weiter an den Stefan. Jawohl, vielen Dank, Lydia. Danke dir, Nicola. Ja, heute zum leider letzten Mal fürs Erste. Die sechste Runde geht, schließt damit unseren Reigen mit Wir sind offen. Und heute haben wir auch nochmal einen Querschnitt durch eigentlich ganz Deutschland, sowohl was die Projekte angeht, wie auch die Büros, die heute sich vorstellen dürfen. Und ich gehe gleich in Medias Res rein. Ich fange an mit dem Florian Kaiser. Florian ist Bürogründer und Inhaber zusammen mit Guo Bin Shen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und sie haben ihr Büro in Stuttgart und haben beide in Stuttgart studiert und haben dann auch zum Beispiel bei Herzog Dömerow gearbeitet, also sehr bekannte, gute, große Architekten. Und ja, und sie haben eigentlich, was mich ganz toll freut, sie haben eigentlich einen Nichtort, kann man sagen, bebaut und haben daraus einen Ort geschaffen und damit eine Anerkennung abgegriffen bei dem diesjährigen Max-40-Preis. Und dieses Projekt finde ich insofern ganz toll, weil es wirklich eine spezielle Situation ist. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Bitte schön, das Wort geht an dich, Florian. Du hast
Okay, ja, vielen Dank, Stefan. Danke für die Einladung. Auch danke für die Organisation generell von dieser Vortragsreihe, die ich sehr spannend finde, auch weil ich habe die Kollegen verfolgt, die präsentiert haben und fand das wirklich ein tolles Format. Und jetzt versuche ich direkt mal meinen Bildschirm zu teilen. Und ich hoffe, das funktioniert gerade und wird dann mal mit der Präsentation beginnen. Dazu muss ich sagen, das Mikrohofhaus ist ein sehr kleines Haus, wie schon der Titel sagt. Und entsprechend würde ich mir erlauben, obwohl ich sehr wenig Zeit habe, ganz kurz auszuholen und ein bisschen zu erläutern, wie das zu dem Projekt gekommen ist. Und habe dann eigentlich auch relativ wenige Folien zu dem Haus selbst, weil das auch wirklich mit 7,3 Quadratmeter sehr, sehr klein ist. Als erstes würde ich ganz schnell mit einer Folie unser Atelier vorstellen, Atelier Kaiser Shen, gemeinsam mit Gobin Zhen gegründet. Die Besonderheit ist, dass einfach mein Büropartner ist Chinese, wir haben uns im Studium kennengelernt und ja, das hat einiges mit sich gebracht, vor allem am Anfang sehr viele Konflikte und Missverständnisse. Und es hat relativ lang gedauert, bis wir das erkannt haben, dass es eigentlich genau eine Chance ist. Es war die Chance, dass man sagt, man bringt zwei Kulturen zusammen, man bringt Gegensätze zueinander, Kontraste, die sich jetzt mal in der Lebenshaltung erstmal entstehen, kann man verwirklichen auch in Projekten. Und das sieht man gerade im Mikrohofhaus, gibt es ja immer wieder der Moment, wo ein Kontrast kommt, den wir aber als Bereicherung sehen. Und deswegen sehen wir das mittlerweile als Chance, zu zweit zu arbeiten. Als anderes ist, wir machen sehr viel Wohnungsbau und diese Folie, die zeigt jetzt wirklich die Not am Wohnungsmarkt. Von einer WG gesucht Anzeige, wo jemand einen Schlafplatz auf seinem Balkon vermietet. Und was wir daran interessant finden, ist nicht, ist es jetzt ernst gemeint oder ist es wie so ein Kunstprojekt, sondern das Interessante ist, dass sich so viele verzweifelte Berliner auf die Anzeige gemeldet haben, weil einfach die Wohnungsknappheit so groß ist und da besteht absoluter Handlungsbedarf und selbst solche Flächen gehen weg. Und eine andere Sache, die uns sehr interessiert, ist die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Hier in dem Diagramm sieht man jetzt zwei Linien. Als erstes die gepunktete Linie, das ist der Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche. Und da sieht man jetzt hier so in den 70er Jahren in der Ölpreiskrise, hat man gemerkt, man muss die Gebäude mehr dämmen. Die Gebäude wurden immer mehr gedämmt und es geht runter, pro Quadratmeter braucht man weniger Heizwärmebedarf. Und gleichzeitig gab es aber auch eine entgegengesetzte Tendenz, dass seit den 1960er Jahren die Wohnfläche pro Kopf fast linear ansteigt auf heute fast 50 Quadratmeter pro Person. Und wenn man jetzt diese beiden Linien überlagert, sieht man, die heben sich ziemlich genau auf. Und wir sehen unser Aufgabenfeld darin, genau hier anzugreifen und die Wohnfläche pro Kopf zu hinterfragen und tun entsprechend bei allen Projekten, die wir gerade auf dem Tisch haben, wir haben relativ viel Wohnungsbau, kritisch untersuchen, wie viel Quadratmeter braucht ein Mensch an privater Wohnfläche und haben da natürlich mit dem Mikrohofhaus mit 7,3 Quadratmeter einen Extrembeitrag geliefert. Aber auch alle anderen Projekte sind deutlich, also sage ich mal, etwa bei der Hälfte von einem deutschen Durchschnitt und das ist auch unsere Forderung, dass man etwa bei 25 Quadratmeter landet irgendwann. Und damit hat uns der Thoreau sehr stark geprägt mit Walden. Der 2 Jahre in einer kleinen Hütte am Waldensee gelebt hat und der das richtig zelebriert, den Wohnraum zu reduzieren. Und der sagt, der Reichtum eines Menschen bemisst sich an der Zahl der Dinge, auf die er verzichten kann. Und genau das ist, worauf unsere Generation auch aus ist, zu sagen, man möchte nicht verschwenderisch leben, sondern sich bewusst reduzieren und sieht darin eigentlich eine Qualität und sogar eine Aufwertung der Lebensqualität. Und jeder, der schon mal auf so einem Urlaub war, extrem reduziert, der weiß, welche Qualität sowas hat und dass es nicht eine Einbuße ist, sondern ganz im Gegenteil, genau eine Qualitätssteigerung auf einer kleinen Fläche, aber in einer sehr hohen Qualität zu leben.
Jetzt gehe ich direkt über auf das Grundstück von einem Mikrohofhaus. Es gab nämlich einen Wettbewerb, der ausgelobt wurde, wo es genau die Suche war nach einem Tiny House, das für einen Zeitraum von einem halben Jahr auf der Verkehrsinsel, die man hier sieht, in Ludwigsburg ausgestellt werden sollte. Und das sollte zur Nachverdichtung der Stadt beitragen und so weiter. Und dann haben wir uns gefragt, ist es überhaupt der richtige Ort für dieses Lebensgefühl? Möchte ich in einem kleinen Haus mit hoher Qualität dort leben, ist es überhaupt möglich? Und haben somit auch die gesamte Auslobung in Frage gestellt und hatten im ersten Moment uns geweigert mitzumachen. Und nach einer längeren Diskussion haben wir dann gesagt, nee, wir machen gerade deswegen mit und machen so ein Protestprojekt zu diesem Grundstück. Und die einzige Möglichkeit, die wir eigentlich gesehen haben, auf dieser Verkehrsinsel in Wohnqualität zu schaffen, ist es mit einem Hofhaus zu machen. Also auch die Inspiration kam einerseits vom chinesischen Hofhaus, andererseits hier von Kirche, von dieser Darstellung des Paradieses. Die Darstellung zeigt einen Paradieshof, das eingezäunt, und um diesen Hof herum ist die Wildnis und die gefährlichen Tiere, und in diesem Hof ist das gesamte Paradies vereinigt. Und unsere Überlegung war, ist auch das auf dieser Sternkreuzung möglich? Das heißt, wir haben hier ein Hofhaus und drumherum sind die wilden Tiere, die heißen heute Autos. Wie man das dann realisiert, sieht man auf diesem Grundriss. Man kommt über so einen kleinen Stichgang zu dem Haus. Entschuldigung, noch eine zurück. Es gibt also einmal hier eine Überquerung der Straße. Von dieser aus komme ich hier einen kleinen Weg zum Haus. Und dieses Haus ist dann so schneckenförmig angeordnet. Also ich komme auch nicht direkt rein, sondern muss zweimal um die Ecke. Habe dann einen großzügigen Hof, der sogar durch so einen Brunnen so eine kleine Erinnerung an dieses Paradies wieder schafft. Der übrigens auch sehr gut ist, den Straßenlärm wegzufiltern. Und habe dann, weil ja das Ganze, das Hof zu bauen, hat ja alles Geld gekostet, dann war kein Geld mehr übrig und das Haus musste noch kleiner werden. Und so kam er auf die 7,3 Quadratmeter, also ein schwäbisches Häusle. Und in diesem Haus ist dann alles sehr kompakt. Also die Tiefe ergibt sich aus der Tiefe eines Betts, das auch so als Ausziehsofa funktioniert. Man hat einen ganz kleinen Waschbereich, also mit einer Dusche, einer Toilette, eine Küche. Und diese Küche hat ein kleines Fenster, zu dem man sieht, wer kommt. Und ganz wichtig, es gibt eine sehr große Schiebewand. Wenn diese geöffnet ist, sitzt man eigentlich im Hof und das ist halt nicht mehr 7,3 Quadratmeter groß, sondern der Hof gehört dazu. Von außen haben wir das bewusst sehr zurückhaltend gestalten, also das ist schwarz. Dazu muss man sagen, es gab sehr viele Leserbriefe, als die Baustelle lief. Kein Ludwigsburger hat es eingesehen, für diese Trafo-Haus wurde es genannt, Geld auszugeben. Und es gab sehr negative Presse, aber genau das hat uns eigentlich interessiert, wieder dieser Kontrast zwischen Innen und Außen zu schaffen. Das Einzige, was darauf hinweist, dass es ein Wohnhaus ist, ist eben dieses kleine Küchenfenster, von dem aus man von außen nicht wirklich reinschauen kann, aber von innen den Überblick hat auf die Sternkreuzung. Dann wenden wir uns 90 Grad, gehen so einen kleinen Gang, den schneckenförmigen Gang, den ich vorhin beschrieben habe, rein ins Haus. Und hier wandelt sich das plötzlich und man sieht mehr Holz, also die Fichte-Dreischichtplatte gibt auf einmal einen ganz anderen Raumeindruck. Und je weiter man den schneckenförmigen Gang geht, desto wärmer wird es, desto mehr dominiert Holz die Atmosphäre. Jetzt im Haus angekommen, mit zugezogenem Vorhang sieht man, 7,3 Quadratmeter ist wirklich klein. Also ich habe als erster Testwohner auch darin gewohnt und kann das bestätigen, das ist wirklich sehr, sehr eng. Allerdings ist es dann so, wenn man morgens aufsteht und einen Vorhang zur Seite zieht, wirkt es halt sehr viel großzügiger, weil plötzlich der Hof gehört zum Haus, die Grenze ist fließend und man hat überhaupt nicht mehr das Gefühl, in einem beengten Raum zu sein. Und so ist jetzt der Blick wieder vom Hof zu dem Gebäude. Im Vordergrund sieht man den Brunnen, der sogar, wenn er angeschaltet ist, noch plätschert.
Und ja, man sieht eigentlich einen sehr wohnlichen Charakter. Und ja, was man hier schön sieht, ist wieder die Verbindung der Kulturen, also ein schwäbisches Häusle mit einem chinesischen Hof. Damit bin ich durch mit meiner Präsentation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, super. Vielen Dank, tolles Projekt. Mich würde interessieren, wer wohnt denn jetzt eigentlich im Moment drin? Ist es dauerhaft bewohnt oder ist es nur temporär genutzt? Also, einen Moment, ich mache mal die aus. Das ist so, dass das war nie als dauerhaftes bewohntes Haus gedacht. Das war als Testobjekt gedacht, war erstmal für ein halbes Jahr geplant, steht jetzt immer noch. Jetzt aktuell ist es nicht bewohnt. Das erste halbe Jahr war das wirklich im Wechseltakt, dass sie immer eine Woche ungefähr, manche sogar 2 bis 3 Wochen da drin gewohnt haben, wurden dann auch interviewt und haben so einen, sag ich mal, einen Eindruck davon gehabt, wie wohnt es sich wirklich auf so kleinem Raum. Und es wurde eigentlich sehr gut dokumentiert von dem Museum. Und die Atmosphäre innen drin, hört man die Autos stark oder werden die sehr stark ausgeblendet, diese Kreuzungssituation da? Also es ist wirklich erstaunlich, wenn man reingeht, sobald man zweimal um die Ecke ist, also es gibt ja auch keine Tür oder nichts, aber trotzdem, sobald man zweimal um die Ecke biegt, hört man die deutlich weniger oder fast gar nicht mehr. Und wenn dann den Brunnen, wenn der eingeschalten wird und man das Plätschern hört, nimmt man wirklich nur noch den Brunnen wahr und die Autos sind komplett ausgeblendet. Also da waren wir tatsächlich selbst erstaunt. Ja. Und die Außenhaut, das ist ja Metallverkleidung gewesen, habe ich gesehen, oder? Wellblech, genau. Wellblech, aber das war jetzt, weil du gesagt hast, manche Leute haben es mit dem Trafohäuschen verwechselt, war keine Assoziation an andere Themen, die irgendwo in Straßennähe stehen oder war da ein spezieller Hintergrund? Nee, für uns war es eigentlich nur wichtig, einen größtmöglichen Kontrast zwischen Innen und Außen zu schaffen. Also wir fanden das gerade wichtig, dass jetzt nicht von außen das so ein schönes Holzhaus ist und jeder sagt, oh toll, da möchte ich rein, sondern genau diesen Schock, den man erfährt, wo reinzugehen, so Labyrinthartiges und dann einen schönen Hof zu sehen. Also die Wirkung, die ist einfach sehr viel stärker durch eine in Anführungszeichen hässliche Außenhaut oder von dem Bürger als hässlich empfundene Außenhaut, wie wenn das jetzt alles schön und nett wäre. Ja, super. Wirklich tolles Projekt und also was ich auch hier wieder wie bei vielen anderen Projekten jetzt auch schon gesehen habe, finde ich also wirklich großartig euer gesellschaftliches und politisches Bewusstsein und Engagement, was du ja auch eben sehr schön dargestellt hast im Vorfeld und was ihr also in das Projekt ganz deutlich auch hineingelegt habt. Also Gratulation. Mhm. Wenn es mal wegkommt, ich hätte da eine Idee, wo es stehen könnte, aber das haben wahrscheinlich auch viele. Ja, das war eine Frage. Wo kommt es denn hin, wenn ihr es abbaut? Gibt es da schon einen Ort? Ja, da rätselt gerade jeder. Wir hoffen ja, dass das noch ein bisschen länger stehen bleibt. Also es wurde jetzt schon auf, ich glaube, mittlerweile 2,5 Jahre verlängert. Und das Problem ist einfach, wenn man das in einen anderen Kontext bringt, dann verliert das an Kraft. Weil die Kraft, die kommt auch genau durch diesen Unort, der umgestaltet wird. Und deswegen beteiligen wir uns auch gar nicht so sehr daran, an dieser Diskussion, wo wäre der richtige Ort, sondern wir sagen, das ist an der Stelle richtig und hoffen darauf, dass die Stadt das dann noch ein Weilchen stehen lässt. Unorte gibt es viele, das ist jetzt nicht die Sorge. Kann man das denn im Winter auch bewohnen, ist meine letzte Frage, bevor wir dann vielleicht an den nächsten Referenten übergeben. Genau, also das war, also ich habe vorhin gelogen, ich habe nicht einmal da drin gewohnt, sondern zweimal, also einmal im Sommer, einmal im Winter. Und das hat zwar als Testobjekt keine Heizung drin, aber mit so einer kleinen Elektroheizung ist es innerhalb von ein paar Minuten warm, weil auch wenn es schlecht gedämmt ist und so weiter, aber das ist einfach so ein kleiner Raum, dass der wahnsinnig schnell warm ist und von daher geht es auch im Winter sehr gut. Ja, super. Gut. Vielen Dank für die Vorstellung und für das tolle Projekt, für den Beitrag. Ich glaube, das ist ja auch wieder mal ein ganz tolles Beispiel, dass man sich reduzieren muss und dass in der Reduktion ja auch irgendwo vielleicht ein Glück liegen kann, vor allem für uns, für die gesamte Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten. Wir müssen ja vom Fußabdruck in vielerlei Hinsicht irgendwo runterkommen. Und dazu gehört natürlich auch das Bauen im Bestand, was immer wichtiger werden wird. Und damit bin ich bei der Lina Maria Mentrup. Hallo nochmal und ja, du hast studiert an der Bauhaus-Uni in Weimar, auch in Wien habe ich gelesen, hast ein Stipendium an der Bauhaus-Uni in Weimar bekommen und hast auch den Hauptpreis des Architekturpreises Thüringen verliehen bekommen, also hast schon
sehr viele Credits eigentlich sammeln können in den letzten Jahren, auch schon im Studium. Und du hast auch, wie ich finde, ein ganz tolles Projekt eingereicht, was vorher Scheune war, ist jetzt Wohnhaus und bist damit in die engere Wahl gekommen. Und ja, bauen im Bestand, wie es geht, zeigst du uns jetzt. Damit freue ich mich auf deinen Beitrag. Bitteschön. Super. So, vielen Dank für die Einladung. Ich probiere mal, den Bildschirm freizugeben. So. So. Genau, also wir haben das Projekt eingereicht, Wohnen an der Bergkette. An der Bergkette, das beschreibt eine Straße, die hier. Und die gehört zu der Gemarkung Rheinsen und das wiederum gehört zur Stadt Hagen. Das liegt bei Hannover in Niedersachsen. Und die Aufgabe war es, eine Scheune umzunutzen oder umzubauen in ein Einfamilienhaus. Die Scheune, um die es geht, ist diese hier. Und man sieht, dass es halt im ländlichen Raum ist. Also es gibt eine Zufahrt und dann so ein paar Höfe oder Einzelobjekte, die sich einfach so ein bisschen zerstreut in der Landschaft befinden. Wir haben ganz viel landwirtschaftliche Fläche. Sieht man hier auch. Genau, und da sieht man auch gleich das Objekt. Das ist eine Backsteinscheune, was für die Region sehr typisch ist. Und interessant ist auch gleich diese Giebelseite, die sich zu dem Feld erstreckt, weil es handelte sich um eine Grenzbebauung, was baurechtlich immer so ein bisschen problematisch sein kann im Bestand und uns auch öfter immer mal wieder beschäftigt. Und es führte in diesem Objekt auch maßgeblich zu dem Entwurf tatsächlich. Hier zwei Fotos, wie wir das Objekt vorgefunden haben. Also man sieht auf der linken Seite ein ehemaliges Gewölbe, vermutlich irgendwie Wirtschaftsraum oder auch Stallungen. Und auf dem rechten Bild guckt man jetzt mal ins Obergeschoss, was halt einfach ein riesiger Heuboden war. Und man blickt hier auch hinten wieder auf die Giebelwand, die komplett geschlossen war zur landwirtschaftlichen Fläche. Es ging dann so ein bisschen darum, überhaupt ein Konzept zu finden, welches diesen Raum oder diese ganz große Halle füllt. Und zunächst dachten wir, oh, wir machen so Haus in Haus oder so und hatten ganz wilde Ideen, wurden dann aber ziemlich schnell wieder auf den Boden geholt, weil wir halt hier mit dem Objekt direkt an das Feld grenzten und der Nachbar der Grenzbebauung nicht zugestimmt hat, beziehungsweise da müssen dann Baulasten eingetragen werden. Ich weiß nicht, wer das damit schon mal zu tun hatte. Genau, das ist ein großes Thema bei der Umnutzung von bestehenden Gebäuden und auch im landwirtschaftlichen Raum. Und daraus entstand die Idee oder eigentlich zwangsläufig die Situation, dass wir den hinteren Teil als Scheune belassen mussten, hier in Schwarz markiert. Und das Wohnhaus sich im vorderen Teil erstrecken musste, um diese Nutzung überhaupt für die Familie zu gewährleisten. Ein weiterer Punkt, der sich relativ schnell für uns erschloss, war im Konzept der Erschließungsraum, der sich schon so ein bisschen von vornherein eigentlich andeutete durch das ehemalige große Scheunentor. Was man dann hier auch sieht, das heißt, klassisch konnte man dort eigentlich mit einem großen Gefährt durchfahren, tatsächlich von vorne durch die Scheune nach hinten. Hier im Grundriss sieht man das nochmal ein bisschen besser. Diese Form der Scheune, die dann auch erhalten blieb als solche, ergab sich auch aus den Höhen des schräg stehenden Giebels. War so eine kleine Matheaufgabe, dass man quasi aus den Höhen wiederum die Abstandsflechten abtragen kann. Und daraus ergeben sich, je nach Bundesland, ist immer unterschiedlich, verschiedene Formen. Und diese Form haben wir dann quasi abgetragen und haben gesagt, okay, bis dahin kann maximal unser Haus gehen. Wie gesagt, die zweite Besonderheit, die wir vorgefunden haben,
war diese große Voreinfahrt und das wurde dann im Prinzip das Konzept. Neben dem Materialkonzept, was im Prinzip sich auch so ein bisschen schon eigentlich aus dem Bestand ergeben hat, was es meiner Meinung nach fast immer tut. Also man findet was vor und irgendwie ergibt sich der Rest. In dem Fall war es ziemlich schnell klar, dass in diesen Gewölbe und Kappen, unterhalb der Kappendecken, auch weiterhin gewirtschaftet werden soll. Das heißt, wir finden hier die Küche, ergänzt durch einen Essbereich. Dann der Erschließungskern, der sich auch dann später noch im Boden abzeichnete, hin zum Wohnbereich. Und hier ein neu eingebauter Sanitärkern mit Hauswirtschaftsraum und Regalflächen und so weiter. So ein bisschen Multifunktionskern, genau. So, der dann auch den Grundriss im Erdgeschoss maßgeblich gliederte. Und natürlich die Treppe hier im Erschließungskern. Das ist jetzt der Anblick im Erdgeschoss. Und man sieht hier vielleicht wie sich quasi dieser Erschließungskern auch im Boden abzeichnet. Der wurde komplett aus Holz gefertigt und eröffnet dann so über mehrere Ebenen nach oben eine offene Struktur und verbindet auch diese sehr großflächigen Ebenen und Volumen miteinander. Und genau, eine weitere Besonderheit neben dem, was ich gerade probiert habe zu erläutern, dass dass ich im Prinzip, wenn ich in so ein zerfallenes Gebäude komme, irgendwie schon immer weiß, wie es auszusehen hat, ist, dass die Materialität maßgeblich auch mit die Nutzung bestimmt. Und hier sehen wir jetzt ein bisschen den Blick in die Küche. Und ergänzt quasi dieser geziegelten Kappendecke und so haben wir einen Sichtestrich. Der war auch, also hat eine kleine Besonderheit, weil er halt aus den regionalen Lehmerden mitgefertigt wurde und dementsprechend diese Farbigkeit genießt, die so ein bisschen speziell ist. Und im Heuboden haben wir halt sozusagen auch der Funktion und auch dem Vorgefundenen entsprechend ausschließlich mit Holz gearbeitet. Und dadurch ergeben sich diese zwei Volumen und auch die zwei Strukturen, die immer wieder so ein Spannungsfeld ergeben, auch in der Materialität und sich eigentlich ergeben aus der Nutzung. Hier ist jetzt quasi der Grundriss vom Obergeschoss. Man kommt hier die Treppe hoch, hat dann hier den ersten Galerieblick nach unten. Unterhalb sind die Tore, kann dann hier auch nochmal eine Ebene hochtreten und hat natürlich dann in diesem eher warmen Holz die Schlafzimmer positioniert. In dem Fall zwei Kinderzimmer und ein Elternschlafzimmer und natürlich noch ein Bad. Und natürlich, worauf man eingehen muss, ist dann auch immer wieder der Blick in die Scheune. Im Obergeschoss haben wir das entsprechend probiert, konsequent durchzusetzen. Also dieser Gedanke des Heubodens oder des warmen Wohnens in den Obergeschossen. Und da ergaben sich wirklich aus dem bestehenden Tragwerk solche Formen. Also das war immer so, da führte immer so eins zum anderen. Ne? Wir haben von vornherein die zwei Höhenniveaus gehabt, von dieser Ebene und dann von der Flurebene. Man sieht, hier geht es nochmal hoch. Man hatte von vornherein eine Zwischendecke hier, die ergab, dass man auch nochmal hier hochgehen sollte und dass diese Räume dann irgendwie miteinander kommunizieren mussten. Das ist jetzt quasi nochmal das Obergeschoss mit der dritten Ebene. Und wenn man hier steht, zum Beispiel, kann man dann wirklich auch bis unten raus auf dem Tor gucken oder auch so kommunizieren innerhalb der Familie. Genau. Und dann, was wir immer wieder finden, ist dann halt der Blick in die Scheune, die auch wirklich als eine solche erhalten blieb und als Außenraum für die Familie nutzbar bleibt. Und genau, das ist jetzt zum Beispiel der Blick aus dem Elternschlafzimmer in die Scheune. Und die blieb auch tatsächlich so, wie wir sie anfangs vorgefunden haben. Und genau, bildet den hinteren Abschluss. Das war's. So.
Super. Ganz tolles Projekt. Vielen Dank für die Präsentation. Ich hätte noch eine Frage dazu, und zwar, wie kam es denn eigentlich zu dem Projekt? Weil Bestandsumbauten, junge Architekten, ist natürlich auch ein, sag mal, ein sehr anspruchsvolles Thema. Wie hat sich das ergeben? Genau, also ich habe nach dem Studium die Chance gehabt, mit meiner ehemaligen Partnerin und Freundin ein Projekt zu machen. Das war die Fuge Nummer 1, hieß es. Das war auch damals unsere Diplomarbeit, die wir dann realisieren konnten. Und das war ein ganz kleiner Umbau von einem kleinen Bauernhäuschen in ein Wohnhaus. Und damit ging das so ein bisschen los. Und das öffnete uns hier in Thüringen zumindest ein paar Türen. Genau, so. Man hat ja auch die, und davon kommen wir nicht mehr weg. Man hat ja auch den Eindruck, dass das alles mit völliger Selbstverständlichkeit so passiert. Dir fliegen die Materialien, Entwürfe und Formen zu. Das wundert dann eigentlich nicht, dass dir auch die Aufträge zufliegen. Sehr, sehr schön. Es ist natürlich total das spannende Feld. Ne? Also ich baue auch eigentlich nur noch im Bestand, glaube ich, fast. Also, oder halt Neubauten, die an bestehende Gebäude angrenzen oder diese weiterentwickeln oder so. Und es gibt natürlich unheimlich viel Inspiration. Also das ist eigentlich, so gesehen, finde ich sogar ein bisschen leichter vielleicht, weil man hat natürlich unheimlich viel Geschichte und Situation vor Ort, die man ja gestalten muss oder verbessern in irgendeiner Form. Genau. Darf ich noch eine kurze technische Frage zu dem Lehmestrich? Also da hast du Zement mit dem heimischen Lehm verbunden? Nee, also Zement und Lehm verträgt sich ja nicht so gut. Das waren im Prinzip aus den Lehmgruben ein Sandanteil. Also ich habe es, glaube ich, ein bisschen falsch jetzt gerade formuliert. Genau, im Prinzip die Pigmentierung des Estrichs, des Sichtestrichs, kam durch die Farbigkeit des Sandes, der aus der Grube nebenan so in etwa geholt wurde und wo die Bauherren sich so ein bisschen verliebt hatten, und dann kamen die auch mit dieser Idee und hatten das gesehen, und dann haben wir das halt mit eingearbeitet. Okay. Super, sehr schön sah das aus. Ja, wunderbar, vielen Dank. Dann Danke. Möchte ich das nächste Büro vorstellen. Das ist Jan Keinert und Fabian Onneken. Ihr habt auch in der Bauhaus-Uni in Weimar studiert, aber habt einen Teil des Büros, habe ich gelesen, in Stuttgart, einen Teil in Leipzig. Da wäre die erste Frage dann, die ihr später erklären könnt, wer wo wahrscheinlich sitzt. Ne? Und ihr seid Preisträger bei der diesmaligen Max-40-Runde, das ganz zu Recht, wie ich finde, denn ihr habt eine Nutzung, die man eigentlich normalerweise mit ganz, aus meiner Sicht, ein bisschen schäbigen Gewerbegebieten, also überhaupt nicht ästhetischen Gebäuden, und zwar eine Kegelbahn, sage ich mal, das verbindet man vielleicht oft ein bisschen damit, habt ihr nicht nur sehr schön umgesetzt, sondern ihr habt sogar damit auch eine Ortsmitte nachverdichtet, was natürlich zwei Themen, sage ich mal, irgendwo ganz auf eine tolle Art und Weise löst. Und habe bewusst wahrscheinlich euch gegen gegen den Neubau vor dem Ort entschieden und habt im Endeffekt, wie gesagt, eine nachhaltige Nachverdichtung umgesetzt und gleichzeitig mit einer außergewöhnlichen Ausformulierung dieses Gebäudes. Und damit übergebe ich an euch das Wort und freue mich auf die Vorstellung der Kegelbahn in Wülknitz. Bitteschön. Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Also wir können das ja schon vorhinein sagen. Also ich bin der Leipziger Part und Jan der Stuttgarter Part. Aber das kommt vielleicht später nochmal im Gespräch ein bisschen zum Tragen. So, ja, herzlich willkommen in Wülknitz, oder besser gesagt auf dem Sportplatz von Wülknitz. Ist bestimmt niemandem im Begriff, uns auch nicht vorher gewesen, ein kleines Nest. In den Elbauen in der Nähe von Riesa, also eigentlich flussabwärts die Elbe von Dresden, mit einem extrem engagierten Gemeinderat und Bürgermeister, die so, ich glaube, einen Monat nach unserer Gründung einen Wettbewerb ausgelobt haben. Und das war wirklich die einfachste Wettbewerbsbewerbung. Ich erzähle das immer, weil das wirklich nach wie vor das Einfachste war, wie wir teilnehmen konnten. Man musste per E-Mail sagen, man will teilnehmen, und seine Architektenkammer-Urkunde schicken und landete damit in dem Lostopf.
wir wurden gelost und haben dieses Riesenvolumen, also Kegelbahn 40 mal 20 Meter mit Aufstellfläche und Zuschauerbereich, relativ effizient versucht, in diesem schwierigen Ortskern mit einer Schule aus den 30er Jahren, mit einer Brachfläche eigentlich, die so ein bisschen begrünt wurde, wo eine ehemalige Schule stand, also wo eine Schule stand, Plattenbauschule, und davon existierte noch die Sporthalle. Und da dran eben dieser Sportplatz, über den wir gerade drüber geschaut haben, da eigentlich ein effizientes Gebäude zu machen. Und das war ein Wettbewerbsplan tatsächlich. Betonplatte gießen, mit einem Kran Holzelemente errichten, Deckel drauf, fertig. Und dann, so 4 Monate nach unserer Gründung hatten wir unseren ersten Preis gewonnen. Und waren natürlich richtig glücklich. Aber haben uns auch gleichzeitig vor der Herausforderung gesehen, wie kommen wir denn jetzt im VGV an den Job? Und das war unser Wettbewerbsmodell, und das hieß dann immer, ja, das ist ja so eine Kiste und oh, schlimm und groß und so. Und dann haben wir halt gedacht, ja, jetzt VGV, jetzt Gas geben, und haben ein Modell gebaut, ein 1:100 Modell, wo man reingucken konnte. Haben noch einen Kollegen und Freund, einen altgedienten Bauleiter mitgenommen, der da uns unterstützt hat und gesagt hat, wie toll wir das sind und dass wir das alles auch wunderbar machen könnten. Und dann hatten wir auf einmal einen Auftrag, unseren ersten öffentlichen Auftrag aus einem ersten Preis von einem Wettbewerb. Ja, und dann ging es zügig los, Sportfördermittel stellen und so weiter, weil für Kegelsport, also man muss sagen, das ist nicht Bowling, sondern es ist Kegeln, es ist richtiger Sport. Also das ist eine wettkampflizenzierte 4-Bahn-Anlage, wo man theoretisch Europameisterschaften drauf spielen könnte. Wir mussten, haben dann losgelegt, haben uns sportliche 9 Monate für den Bau gegeben, wurden erstmal eingeschneit, nachdem wir das alte Gebäude abgerissen haben. Und das hat dann ewig gedauert, ein bisschen geplätschert, und es wurde so, was passiert da eigentlich? Und die Gemeinde ist immer vorbeigefahren und irgendwie ist nicht so richtig was passiert. Da viel versucht da im Untergrund eben komplizierte Untergründe, diese Fundamente zu gießen. Und dann war die Bodenplatte fertig, der Holzbaum kam, und innerhalb von einer Woche stand da dieses Haus. Und auf einmal war so das Interesse in der Gemeinde geweckt, wie Wahnsinn, haben die es jetzt so schnell hingestellt? Und dann gab es viele Tage der offenen Tür und Interessierte, die sich da durchgeschlängelt haben mit lecker Schmalzbrot und Gürkchen. Und so wurde das Gebäude dann auch tatsächlich auch von einem anfangs kritischen Dorfgemeinde angenommen und auch begleitet im Bau. Und wir haben tatsächlich am 1. Oktober 2018 das Ganze dann übergeben mit einem großen Fest, was, glaube ich, 3 Tage lang ging und was wirklich extrem intensiv war. Also wir waren einen Tag da, es war also richtig ein richtiges Dorffest, ein riesiges, richtiges Dorffest. Es war total gut, und die Kegelbahn wird super angenommen. Und dann standst du da. Genau, und vielleicht um das Projekt auch so ein bisschen von hinten aufzurollen, wir haben es fertiggestellt, und vor allem haben wir es im Budget fertiggestellt. Und dieses Budget saß uns eigentlich von vornherein im Nacken. Wir haben schon im Wettbewerb Kosten machen müssen, was ganz relativ ungewöhnlich ist eigentlich für so ein Projekt. Wir haben Kosten gemacht. Wir waren im Wettbewerb von allen Teilnehmern, glaube ich, schon um 20% der günstigste. Und dachten, ja, da lehnen wir uns einfach mal richtig weit aus dem Fenster. Und dann haben wir aber, bevor es losging, die Kosten nochmal um 20% reduziert. Und standen dann vor der schwierigen Aufgabe, das irgendwie auch umzusetzen. Und haben so ein bisschen aus der Not dann eine Tugend gemacht. Wir haben versucht, wirklich so effizient wie möglich zu organisieren im Grundriss, Fläche zu sparen vor allem auch hinsichtlich der Konstruktion effizient zu sein. Wir haben uns ganz stark an industriellen Hallenbauten orientiert, also das ganze Gebäude
ist mit Köcherfundamenten, Stahlbeton-Köcherfundamenten und eingespannten Holzstützen und riesengroßen Bindern, die über die gesamte Anlage spannen, hergestellt. Es liegt eine unbewehrte oder fast unbewehrte Bodenplatte drin. Und es ist ein sehr, sehr einfacher Holzrahmenbau. Und wir haben wirklich versucht, jeden Pfosten, den es irgendwo gab, zu sparen. Und sind sicher in diesem Sparen. Fabian, du musst weiterklicken. Ich habe die Macht über die Maus nicht. Sind in diesem Sparen oder Effizienzsein eben auch an die Materialität rangegangen. Wir haben uns so ein paar kleine Puffer aufgehoben, dass wir wenigstens noch eine schöne Fassade hinbekommen. Das ist natürlich auch bei so Projekten mit einer großen Kostenanspannung ja die Schwierigkeit. Also wenn das jetzt eine Wärmedämmverbundsystem-Kiste geworden wäre mit dem Flachdach, die würde da sicher anders wirken. Und wir haben dann mit großem Eifer versucht, eine sehr saubere Detaillierung hinzubekommen, sodass trotz dieses einfachen Baukörpers irgendwo überall die Materialität und die Haptik irgendwo wahrnehmbar ist und dass man sieht, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Und wir haben dann auch, wenn man ins Innere kommt, eigentlich versucht, überall womöglich die Holzbereiche oder ja, die Holzdecken, das Holztragwerk sichtbar und wahrnehmbar zu lassen. Es ist ein einfacher Linoleumboden drin. Es wurde sogar auf jegliche akustische Maßnahmen verzichtet, gemeinsam mit der Bauherrschaft, die uns da viel Freiraum gelassen hat und die meinte, naja, so eine Kegelbahn, da muss es ja auch richtig rumsen. Und so haben wir die ganze Installation, alle Beleuchtung auch tatsächlich einfach umgesetzt bekommen. Das ist jetzt nicht nur der Spruch vom veredelten Rohbau, sondern es ist wirklich deutlich einfacher gewesen, auf der Decke zu installieren, anstatt durch die Brettsperrholzelemente wieder durchzubohren, zu fräsen, komplizierte oder Probleme mit der Abdichtung dann oben zu haben. Und so haben wir, glaube ich, versucht, durch viel Weglassen und einfach Gestalten die ungewöhnliche Bauaufgabe da so für uns umzusetzen. Ja, und was jetzt vor allem echt toll zu sehen ist, dieses Projekt wurde, als wir das erste Mal da waren, wurden wir von dem, ich weiß nicht, ob es der Vorsitzende des Kegelvereins war oder auf jeden Fall ein Mitglied des Kegelvereins, wurden wir begrüßt. Wir haben uns die alte Anlage angeschaut und uns wurde erstmal gesagt, dass er also von dieser neuen Anlage und so weiter ja gar nichts hält. Und im Endeffekt ist die Bahn jetzt in Betrieb. Es ist viel mehr geworden als nur eine Kegelbahn. Es ist die neue soziale Mitte des Orts. Wir durften noch eine Bar reinbauen. Es ist wirklich ein neuer Treffpunkt und die Idee des Bürgermeisters, dass man so eine kleine sächsische Gemeinde irgendwie auch attraktiv gestalten kann, hat sich bewahrheitet und die Weitsicht und der Mut der Gemeinde vor allem wurde da, glaube ich, belohnt. Genau. Ja, das hat man gemerkt. Das habt ihr ja gemerkt, dass ich mir das in der Jury auch als Text sofort geschnappt habe, weil das ist echt schön bei eurem Projekt zu sehen, wie
wie wirklich nur rein durch die baukonstruktive Betrachtung, ohne Schnickschnack, ohne Schnörkel und durch einen guten Grundriss einfach so ein Mehrwert entsteht, der dann auch noch bei aller Schlichtheit, muss ich mal sagen, in der Fassade diesen tollen Rhythmus hat und dann auch noch zu einer Ortsmiste wird. Also es war jetzt echt schön, das nochmal aus eurem Mund zu hören und das zu sehen, aber genau so haben wir es eigentlich auch wirklich verstanden und aufgerichtet. Und nochmal, gerade solche Gewerbehäuser oder Vereinshäuser, die oft einfach so billig hingestellt werden, wenn da eine Qualität ist, ich glaube, das merkt ihr ja, habt ihr auch gesagt, ich glaube, das wirkt sich auf die ganze Ortschaft aus und ich glaube auch auf die Jugend, die in solchen Gebäuden dann arbeitet. Das wird die prägen. Nur wie jedes gute Schulhaus einfach auch die Sinne für Architektur schärft. Ja, und das, was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, ist, dass das ein ganz tolles Beispiel dafür ist, dass wenn junge Architekten und wirklich findige und mutige Politiker, sage ich mal, in den Gemeinden zusammenkommen, dass dann wirklich außergewöhnliche Projekte entstehen können und dass das wirklich ein ganz tolles Beispielprojekt ist und wirklich nachahmungswert auf jeden Fall ist, weil man sieht, was daraus entstehen kann, wenn sich da die zwei richtigen Parts eigentlich treffen und und das wäre natürlich wünschenswert, dass das viel, viel öfter passiert, dass gerade in kleinen oder mittelgroßen Gemeinden, dass da die Entscheider halt einfach ein Augenmerk auf junge Architekturbüros oder junge Nachwuchsarchitekten haben, die einfach natürlich mit einer bestimmten Portion an Kreativität an die Sachen rangehen, an Frischheit auch und ja, und ich glaube, da kann man wahnsinnig Mehrwert eben rausholen. Und das hat man, glaube ich, bei dem Projekt ganz toll sehen können. Und die Geschichte eben mit dieser Gemeinde, das war für mich eben neu und war für mich auch ein sehr interessanter Faktor eben, dass das dadurch auch so funktionieren konnte. Gleichzeitig natürlich eine spektakuläre Erfolgsgeschichte, die auch anderen jungen Kolleginnen und Kollegen Mut machen kann, ausgelost werden und dann gleich gewinnen, kaum dass man 4 Monate sein Büro hat, das ist schon spektakulär. Und jetzt Weltmeister machen in Wülknitz, das ist einfach wirklich eine tolle Geschichte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir gehen jetzt schon zu unserem letzten jungen Architekt über und kommen nach München zurück. Stefan. Ja, genau. Dort sitzt Michael Iking. Er hat ein Projekt eingereicht, was in die engere Wahl kam. Michael hat ein Architekturbüro in München und ja, kümmert sich auch in dieser Konstellation, in seinem Büro, auch um Themen, um Bauten, die vielleicht nicht so ja, klassisch sind, sondern also zum Beispiel Wohnbauten oder so, sondern er kümmert sich viel auch um Edeka Center, wenn man so will, also sprich Supermärkte und versucht eigentlich mit seinem Ansatz dort auch gewisse Gestaltungsthemen unterzubekommen zum Mehrwert von allen eigentlich. Und so ein Projekt hat er eingereicht, da ging es um den Umbau und Sanierung eines Edeka Centers und ja, da freue ich mich, mehr darüber zu erfahren. Michael, bitteschön. Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich teile kurz meinen Bildschirm. Ich hoffe, man erkennt es im Vollbildmodus. Man erkennt es, oder? Ja. Okay, super, vielen Dank. Also wir von MKNG Architektur durften ein Edeka-Center in Abensberg umbauen. Und das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern wir sind mittlerweile ein kleines Büro mit 11 Mitarbeitern und einem Hund. Genau, und in dieser Konstellation, in diesem tollen Team, muss ich echt sagen, also das ist bei uns immer wirklich schön, dass ja alle mit anpacken, haben wir noch gute Fachplaner dabei gehabt. Das heißt, bei so einem Edeka-Markt ist es auch, geht es technisch zu, geht es nicht um die Architektur. Das heißt, wir brauchen ein gutes Fachplanerteam für die Elektroplanung, für die HKLS-Planung, für die Tragwerksplanung, für die Freianlagenplanung. Da, deswegen geht diese Anerkennung für das Projekt nicht nur an uns Architekten, sondern an das ganze Planerteam. An der Stelle nochmal vielen Dank an die uns jetzt vielleicht auch zuhören. Ganz kurz, Abensberg ist vielleicht durch den Spargel dem einen oder anderen ein Begriff. Das ist im Landkreis Kelheim. Wir haben jetzt hier mal einen kleinen Schwarzplan. Das gräulich dargestellte Gebäude ist der bestehende Edeka-Markt, den es da gab, neben so einem ganz großen Einzelhandelscenter. Also das ist auch so ein etwas so ein Unort, muss man sagen. Und das war unsere Aufgabenstellung. So haben wir das Ding vorgefunden. Und wir, wenn ich da kurz ausholen darf, sind in der
glücklichen Lage, dass wir Edeka so ein bisschen über Umwege kennengelernt haben und dort die Heeresleitung der Bauabteilung hier im südbayerischen Raum schon auch ein Gespür für Architektur hat und Lust hat, da was zu machen, auch erkannt hat, dass man da was tun sollte und kann und noch so ein Blick mit Richtung Österreich, wie macht es denn auch der M-Preis, gewillt ist, ein Stück weit Architektur zu machen. Aber unter der großen Vorgabe, das ist immer ja auch der Ansporn an uns oder der Anspruch an uns, das mit einem gewissen Budget abzuarbeiten. Deswegen konnte ich jetzt meine Vorredner sehr, sehr gut verstehen, dass man da auf das Geld achten muss. Wir kriegen immer den Hinweis, sie müssen diese Häuser mit Joghurts finanzieren und durch den Joghurtverkauf, da ist die Marge so gering, da müssen wir haushalten. Das heißt, wir haben wirklich versucht, mit angemessenen Mitteln das Ding in den Griff zu kriegen. Und dann haben wir, als wir uns das Ding da anschauen durften, gesagt, Mensch, ja, da ist aber dennoch einiges zu tun und haben dann erstmal in der frühen Phase mit einem Modell gestartet. Und man sieht, glaube ich, hier schon, dass wir versucht haben, gerade in dem vorderen Bereich mit einer Blechfassade zu arbeiten, uns auch mal ein bisschen Holz zu erlauben, aber eben nur punktuell an den Bereichen, die der Kunde dann auch wahrnimmt und möglicherweise eher rückwärtige Bereiche dann durch einen Farbanstrich etc. zu gestalten. Also an einigen Dingen sparen, an der anderen Stelle dann vielleicht den ein oder anderen Euro mehr ausgeben. Komme ich da ja noch drauf, zum Beispiel im Innenraum. Wir haben dann versucht, einfach Abhangdecken etc. wegzulassen. Das spart und sieht auch noch besser aus, so meinen wir. Das Geld, was wir da gespart haben, haben wir dann versucht, in die Fassade zu investieren. Und nach dem Modell haben wir es dann im Entwurf auch mal visualisiert. Man sieht noch so ein bisschen dahinter, da steckt diese graue Ente. Aber es ist wie so eine Art Maske, ein zweiter Layer, den wir aufgesetzt haben. Haben das dann in der Ansicht nochmal überprüft. Und so ist er dann geworden. Genau, die Fotos hat der Sebastian Scheels für uns aus München gemacht. Also dem auch nochmal vielen Dank. Der macht, finde ich, immer ganz tolle Fotos. Genau, so ist das Ding dann geworden und wir haben den bewusst rausgeschickt, bevor Edeka alles mit Werbung hat vollgehangen, damit wir ein bisschen die Architektur mal zeigen. Ich zeige nachher auch Bilder mit der Werbung, weil letztlich ist es ein Edeka-Markt, der muss es dann auch irgendwie vertragen. Wir haben es trotzdem versucht, wir waren nicht schnell genug, also da hat schon wer was hingebracht. Aber man kann so ein bisschen erkennen, ja, wo die Reise hingeht und wir haben auch versucht, das sieht man nachher noch, Stellen zu schaffen, wo man dann die Werbung auch sinnvoll integrieren kann, weil das gehört zu seinem Haus einfach dazu und wir haben dann versucht, Flucht nach vorne das Beste draus zu machen. Hier sieht man vielleicht auch, dass wir versucht haben, mit einfachen Details, also so eine bestehende Wendeltreppe, einfach mit einem Blech nochmal zu verkleiden, sodass es ein bisschen skulpturaler wird. Da aber wirklich auch, das sind einfach nur Rohrschellen, die da angesetzt sind, also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz einfaches Detail, um diese Anmutung hinzubringen, dass es halt ein bisschen Architektur wird. Und genau, da gibt es jetzt mal ein paar Bilder von der Fassade. Das ist eigentlich das Bild, was ja auch im Katalog publiziert worden ist. Da sieht man, wir haben diese sibirische Lärche vorverkraut, die haben wir uns leisten dürfen. Wir haben im rückwärtigen Bereich, und da würde ich zum Ende des Vortrags noch zwei Sätze zu sagen wollen, eine relativ schöne Lochblechfassade meinen wir mit einem dreidimensionalen Muster. Das ist die Firma Binder Parametric Metal aus Ingolstadt. Die produzieren mit so einer Hydraulikpresse so, sagen wir mal, relativ spannende Muster. Und da haben wir uns mal eins ausgesucht und die sind uns auch bei dem Projekt ein Stück weit entgegengekommen, dass wir das im Rahmen abbilden konnten, weil wir mit denen und Edeka jetzt sogar ein paar Sachen mehr machen dürfen. Das zeige ich zum Ende nochmal kurz. Ja, so sieht das Ding dann aus. Wir haben dann auch, weil wir uns natürlich nicht nur teures Lochblech leisten können und konnten, auch konventionelle Putzstrukturen ergänzt, die das Ganze dann, so meinen wir, abrunden. Da war die Idee und der Wunsch, dass wir da auch auf Sichtbeton gehen. Aber auch da unter dem Damoklesschwert der Kosten mussten wir da auf einen ganz normalen konventionellen Putz abdriften. Genau, das sind jetzt nochmal ein paar Eindrücke von der Fassade. Und was dieses Haus oder diesen Edeka-Markt ein Stück weit besonders macht, ist es, dass es halt eben nicht nur ein eingeschossiger Markt ist, sondern er hat auch noch eine weitere Nutzung, und zwar einen Parkdeck. Da komme ich jetzt sofort hin. Da sieht man noch ein paar Bilder an der Abendstimmung. Und da ist das Parkdeck. Das heißt, wir haben zwei Geschosse Parken auf diesem Edeka-Markt, was wir tendenziell erstmal gut finden, dass man so ein bisschen nachverdichtet. Also schön ist natürlich auch, wenn man es schafft, bei neueren Projekten jetzt einen Wohnungsbau etc. aufzusetzen. Im vorliegenden Fall konnten wir zumindest zwei Parkdecks oben noch aktivieren. In dem
Bestandsgebäude, da fehlte damals das Dach oben drauf, also es war auch ziemlich runtergekommen. Wir mussten auch sehr, sehr viel wirklich sanieren, auch bautechnisch sanieren. Da war ich auch unserem Tragwerksplaner sehr, sehr dankbar, der sich mit Betonsanierung etc. auskennt. Da sind, also ich sage jetzt mal, wir Architekten in unserem Team auch noch ein Stück weit blank gewesen. Wir haben da wirklich viel gelernt, wie man so eine Betonsanierung macht, wie das alles technisch funktioniert. Und was uns da gelungen ist, das finde ich ganz schön, das hatte ich zu Anfang auch immer verkauft. Ich habe allen gesagt, naja, von innen kann man nachher schön rausgucken, man sieht gar nicht, dass da ein Blech davor ist. Und von außen ist es schön geschützt. Und auf dem Foto sieht man es, glaube ich, ganz gut, dass wirklich das Blech sehr, sehr durchscheinbar ist. Man kann wirklich sehr, sehr gut durchgucken. Und von außen ist es relativ geschützt, sodass man diese, ja, diese ganze Parklandschaft da, also Autoparklandschaft da ganz gut verstecken kann. Genau, dann haben wir im Innenraum auch einiges gestalten dürfen. Das ist ja auch, Edeka hat natürlich ganz klare Vorgaben. Da gibt es so eine frische Theke, da gibt es die Kassen. Das heißt, da gibt es viele Dinge, die sind eingefahren. Aber wir haben versucht, gemeinsam mit Edeka Südbayern das so ein bisschen zu reduzieren und haben versucht, uns maximal einzumischen im Rahmen dessen, was möglich ist. Wir haben gesagt, wir machen einen grauen Boden aus so einer Betonoptikfliese und machen eine offene Decke, streichen die komplett schwarz inklusive Technik und setzen so die Produkte in den Fokus, weil wir auch einen relativ niedrigen Markt haben. Und da sind jetzt, so meine ich, so ein paar ganz interessante Bilder entstanden, die diese Produkte in den Fokus rücken. Und das zeigt aus meiner Sicht, wie gut es eigentlich ist, dass man den Markt so reduziert wie möglich gestaltet, weil die Produkte, die machen es schon so wild und durcheinander, das reicht dann vollkommen. Und auch bei der Metzgereitheke haben wir so lange uns eingemischt, bis wir zumindest die Fliese im rückwärtigen Bereich ein bisschen mitbestimmen durften. Da sind ja oft so irgendwelche Steinimitate und da haben wir gesagt, da müssen wir das Handtuch werfen, da können wir nicht mitmachen. Jetzt ist es mal zumindest so eine Metrofliese. Das, so meinen wir, ist ein Stück weit zeitgemäßer. Und so sieht dann der frische Bereich aus. Ja, das ist jetzt nochmal die Fassade von außen. Der Fotograf ist noch ein zweites Mal wiedergekommen. Das gehört halt dazu. Dieser Betreiber, das ist die Familie Vandal. Die haben sich dann auch so ein schönes F-Logo ausgedacht. Ich glaube nach wie vor, ohne Werbung ist natürlich so ein Haus reduzierter. Dennoch meine ich, verträgt das Haus schon, dass man die Werbung da integrieren kann. Und da haben wir uns dann erlaubt, nochmal 1-2 Fotos zu machen. Und das, was ich eingangs erwähnt hatte mit dem Fassadenhersteller, da war dann jetzt auch Edeka ganz angetan. Die fanden das wirklich ganz gut. Da gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, Mensch, da ist ein Auto drüber gefahren, das ist ja ganz verwelt. Wir haben aber dennoch sehr, sehr viel Zuspruch bekommen und die Heeresleitung der Edeka Bauabteilung hat das auch so gesehen und uns dann gemeinsam mit dem Fassadenblechhersteller Binder aus Ingolstadt den Auftrag gegeben, dass wir eine CI-Fassade entwickeln dürften. Wir haben dann hin und her überlegt und mit Grasshopper und mit dem Fassadenblechhersteller einiges getan und konnten dann in Ableitung von so einem Schriftzug für folgende Projekte ein neues Blech entwickeln. Die sind jetzt auch gerade fertig geworden und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir ein Folgeprojekt bekommen haben. Das ist ein Edeka-Markt in Gröbenzell, der macht jetzt am 20. Mai auf, deswegen waren wir auch ein bisschen gestresst oder sind nach wie vor ein bisschen gestresst, weil das immer eine ziemliche Punktlandung werden muss. Da dürfen wir aber die selbstentwickelte Fassade bauen und weil das so gut ankam, hat Edeka uns gesagt, mach doch gleich noch eine zweite und dann haben wir noch ein zweites CI-Blech entwickeln dürfen und das dürfen wir hoffentlich nächstes Jahr dann in Gemmering bauen. Damit bin ich durch. Vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben und für die Einladung. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Also ich muss sagen, da blicken wir in eine durchaus bessere Zukunft, wenn man beim Einkaufen einfach mal ein bisschen runterkommen kann, weil ich werde da regelmäßig erschlagen von allen möglichen bunten Dingen, innen wie außen. Und ich habe es nie verstanden, dass irgendwo dieses einfache, aber logische Konzept, dass man eigentlich die Produkte ja entsprechend highlighten kann, indem man das andere Thema im Interior-Bereich einfach reduziert, dass dieses Konzept eigentlich nie verfolgt wurde, außer halt, wie du schon sagtest, eingangs ganz zu Beginn, ich glaube, das hat in den 80er Jahren angefangen in Österreich mit den M-Preis-Supermärkten und ich habe damals vor einigen oder schon mittlerweile fast 20 Jahren, wenn man nach Österreich gefahren ist zum Skifahren oder zum Snowboarden, hat man da öfters mal Halt machen können in so einem M-Preis-Supermarkt und war positiv überrascht, dass dort eben so ein Konzept gefahren wird. Und mich freut es wirklich, dass sowas jetzt auch so langsam zu uns
rüberschwappt und bei uns eben auch das Einkaufen dann sicherlich auch zu einem gewissen Erlebnis macht und vor allem zu einem gewissen ästhetischen, ja, beruhigten Erlebnis machen kann. Also vielen Dank dafür. Ja, jetzt wären wir eigentlich soweit durch. Ich glaube aber, Lydia und Nicola, ihr habt sicherlich auch noch was dazu beizutragen zu unseren Preisträgern und zu unseren Präsentationen, die wir heute gesehen haben. Ah, Lydia, willst du? Ja, sind es jetzt schon die klassischen Abschlussworte zum Projekt vorher, mag ich noch sagen, weil das sind eigentlich so Aufgaben, ne, die man dann, die eigentlich erstmal vielleicht auch keiner so auf den ersten Blick sieht, so eine kleine Umbaumaßnahme zu machen. Das erinnert mich an unseren Beginn. Wir haben mal mit Tankstellen angefangen. Das wollte damals kein Mensch anrühren. Und wenn man dann kontinuierlich dann bleibt, was man da einfach aus diesem Thema machen kann, das ist schon ganz besonders. Und das finde ich bei euch jetzt auch, das ist wirklich absolut wichtig, weil das sind alles alle Orte, wo viele Menschen sind, ne? Und die prägen unser Umfeld. Und wenn diese Gewerbeimmobilien, wenn die ehrlich ernsthaft betrieben werden, so wie die Gemeinschaftsräume auch, dann ist das was, was ich glaube, so auch ein bisschen gesellschaftlich auch zeigt, wo wir stehen. Insofern ist es echt, also da ist jeder Krampf und selbst wenn dann die Werbung drauf ist, so what? Es zeigt sich doch deutlich ein Unterschied. Ja, dann glaube ich, sind es auch schon so die Abschlussworte, weil wir haben ja gesagt, wir bleiben bei einer Stunde und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die in diesen ganzen Terminen dabei haben und uns das live vorgestellt haben. Diesmal fallen sie mir nicht vom Regal, sondern ich habe sie da, der winzige Werbeblock. Diese Projekte sind auch richtig gut konserviert. Also wer nachlesen will, auch von unseren Zuschauern, meldet euch einfach bei uns in der BDA-Geschäftsstelle. Es gibt sie dokumentiert und man kann alles nachlesen. Die Kolleginnen und Kollegen haben ja auch alle Internetseiten. Empfehlt sie weiter für Projekte. Alle haben sich ausgezeichnet durch Bauprojekte, die wirklich von winzig kleinen bis auch komplexen und großen Bauprojekten ernsthaft betrieben wurden. Und ich von meiner Seite als vom BDA Bayern aus kann sagen, wir bleiben dabei bei der Nachwuchsförderung. Das Projekt ist jetzt erstmal abgeschlossen. Es gibt den nächsten Max-40-Preis, aber in der Zwischenzeit werden wir mit Sicherheit nicht untätig sein, sondern weiter, Stefan, ne, zusammen auch. Wir haben ja extra ein Referat deswegen geschaffen, dass wir da in Fahrt bleiben. Und ich würde euch auch bitten, mit uns in Kontakt zu bleiben. Das kratteln wir noch aus, wie wir das genau machen, damit auch dieser Netzwerkgedanke da bleibt. Ich finde es toll, dass das jetzt durch dann ganz Deutschland ging, dass man sich so auch kennenlernen konnte, trotz Corona. Und Nick, ich bedanke mich auch bei dir, dass du das möglich gemacht hast, wirklich also einfach auch jetzt das Haus offen zu halten. Und das finde ich war offener als oft, wenn man von einem Plakat stand, jetzt auch mal wirklich so Insights gesagt zu kriegen. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ich denke, wir bleiben einfach in Kontakt. Und vielen Dank auch an die, die zugeschaut haben, immer wieder auch Namen, die wirklich fast jede Folge angeschaut hat, das finde ich auch super. Bleibt an dem Thema und macht auch alle einfach wirklich den jungen Kolleginnen und Kollegen Hoffnungen weiterzumachen. Großartig. Vielen Dank, Lydia Haag. Du hast es wie immer fabelhaft zusammengefasst. Vielen Dank, Stefan Rauch natürlich auch. Und erstmal für heute Abend vielen Dank an unsere ganzen Vortragenden. Also auch von meiner Seite nochmal bin ich wirklich über diese 6 Abende ermutigt, erstaunt und sehr glücklich über das breite Spektrum an unterschiedlichsten Bauten, die wir hier vorgestellt bekommen haben, also von Anbauten und Umbauten, kleineren Häusern, Mikrohäusern, Einfamilienhäusern bis hin zu Grundschulen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Simbabwe realisiert werden, von Hotelanlagen in Nepal, die aber auch mit Engagement und Eigenengagement funktionieren. Und also ich bin wirklich begeistert, dass also nicht nur die übliche, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, kleine Bauaufgabe für die Tante oder den Onkel, ein Ferienhaus zu planen, sondern also wirklich ein weites Spektrum bis heute hin zu den Gewerbebauten auch abgedeckt wird und die Sportbauten, die Gemeinschaftsbauten. Also wirklich ganz, ganz große Gratulation an euch alle.
Ich möchte gerne diese Reihe auch so über das Jahr fortsetzen und werde da sicherlich auch nochmal mit dem Stefan Rauch, der diese Anregung auch schon getan hat, mich zusammenschließen mit euch als BDA, wie man das fortsetzen kann. Also dieser Dienstag und Donnerstag war auch für mich sehr, sehr schön und ich hoffe für Sie alle. Wir werden auf jeden Fall in der Galerie dieses Online-Format, auch wenn jetzt hoffentlich irgendwann wieder Präsenzformate mehr möglich werden, werden wir dieses Online-Format fortführen. Und zwar mit der nächsten Ausstellung bereits, die sich auf die Architektur in der Oberpfalz fokussiert. Da haben wir auch wieder die ausstellenden Architekten, die dort über einen Wettbewerb auch in einem Buch zusammengefasst wurden, zu Vorträgen gebeten. Die werden allerdings jetzt nicht mehr donnerstags und dienstags sein, weil dieses Format mein sehr geschätzter Kollege Ulrich Müller in Berlin übernimmt, der sich dem Thema Architektur ausstellen mit verschiedenen Gesprächspartnern widmet. Wir werden also wahrscheinlich an den Mittwoch gehen, das erfahren Sie aber alle über die nächsten Newsletter, die wir versenden. Jetzt kann ich Ihnen nur wirklich einen schönen Abend wünschen, kann allen jungen Architekten eine gute Zukunft wünschen und uns haben wir gesehen, wir werden einen guten Nachwuchs haben in der Architektur in Deutschland unter den jungen Büros. Also wir können dem gelassen entgegengeben. Es gibt ein wirklich tolles Potenzial, eine unglaubliche Kreativität bei den jungen Architekturbüros und das freut mich sehr. Sie können alle diese 6 Vorträge, falls Sie doch einen verpasst haben sollten, auf dem YouTube-Channel des BDAs Bayerns nachhören und immer wieder hören und einzelne Projekte wirklich vertiefen. Die Links dazu finden Sie nicht nur auf der BDA-Seite, sondern auch auf der Seite der Architekturgalerie München. Jetzt wünsche ich Ihnen einen herrlichen Abend und freue mich, Sie bald wieder online und live zu sehen. Die Ausstellung wird noch bis zum 15. Mai geöffnet sein. Sie können sich jederzeit auch zu einer Führung bei uns melden und die Projekte dann nochmal als Abbildung und in Modellen sehen. Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss, schönen Abend noch.